du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske? Dein Atem riecht nach Blut. Und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Autsch, mir hat gerade irgendwas erwischt. Ja, toll. Ich starte die Aufnahme und werde sofort von Vieh angegriffen. Hallöchen. Blöder Rindenskorpion. Wo hat der sich bloß wieder rumgetrieben? Ich starte die Aufnahme, stehe ganz entspannt, wollte ich gerade hier starten. So, Hallöchen, gib mal her. Ja, was ist unsere Aufgabe in diesem Part? In diesem Part werde ich nun die Gefangenen befreien. Es wurden ja... Drogen. Es wurden ja... die braven Bürgerchen von Novek entführt und ich habe mir jetzt vorgenommen für diesen Port, ich werde die jetzt befreien. Ich starte eine Rettungsaktion, ich rette die jetzt einfach. Ich gehe dahin und rette die jetzt einfach, so ist der Plan. Habe ich mir das gut überlegt? Natürlich nicht, nein, also... Ich muss dafür mit Caesars Legion anlegen, ja gut, das ist für mich jetzt kein Problem. Macht die alle kaputt. Wird spaßig. Wollt ihr mitmachen? Sehr gut. Ich habe keine andere Wahl. Ich nehme mich jetzt einfach mit. Ist da eine Mine darunter? Das ist eine Mine, oder? Minen sind ja einiges wert. Aber schön so mit einem Pylon so verdeckt, ne? Das ist clever. Sunset Suspirilla. Okay, wir können ein bisschen was saufen, um unsere Liebe wiederzustellen. Nur ein paar, ich will nur ein paar. Ja gut, macht's wiederum durstig. Was auch total Grütze ist, weil es ist eine Limonade. Ist ja eigentlich dazu da, um den Durst zu stillen, aber hier erhöht es halt unseren Durst. Normaler Kronkorken und... Normaler Kronkorken, naja. Nee, lass mal. Leere Bottle. Gib mir das natürlich mit. Oh, was war das denn? Was war das? Das meinte ich eigentlich nicht. Ich meine, das ist da drüben. Das ist doch eine Hydra. Ja, er war eine Hydra. Sehr gut. Damit können wir nämlich verkrüppelte Körperteile wiederherstellen, falls es sein sollte. Hier sind auch mehr Minen, wie es aussieht. Guck mal, hier noch eine Mine darunter versteckt. Sehr gut. Da oben sich was Rotes. Das könnte ein Überfallkommando sein. Noch eine Mine beim Pylon. Vor allem, der Trick hat zum, als auch beim ersten Mal schon nicht funktioniert und... Was auf... Oh. Ich meine, was erhoffen die sich dadurch? Ein Trick, der schon beim ersten Mal nicht funktioniert, dass der dann beim... dritten und vierten funktioniert oder was? Was haben sie sich dabei gedacht? Ja, bleib liegen, Lusche. Wer will noch? Ja, das ist eine Metal-Rüstung, die ist ziemlich schwer. Ja, mit. Es ist gutes Zeug. Da sehe ich was Rotes. Da gehen wir mal hin. Hallo. Überfallkommando. Ich hole dich. Es sei denn, es ist ein hohes Krallen, dann habe ich ein Problem. Möchte gern Überfallkommando. Natürlich. Bam. Hilfe, ich bin tot. Ja, das bist du. Und du bist tot mit dem Typen vom Skatepark. Obwohl, wie sehr panzert mich das Ding eigentlich? Ist bestimmt miserabler Zustand, oder? Ja, miserabler Zustand. Mein Ding panzert mich da jetzt gerade viel besser. Ja, ja. Und wiegt weniger. Und du bist tot mit dem Typen vom Skatepark. Wir sind auf einer Rettungsmission. Du kannst uns nicht aufhalten. Wir sind der Typ vom Skatepark. Ich hab grad was Grünes gesehen, Moment. Das ist der Vogel. Hallo, Vogel. Der Vogel ist untötbar. Okay, danke für die heiße Info. Da haben wir was, da haben wir was. Hier wird was angezeigt. Da können wir mal reingehen. Da können wir mal reingehen. Da wird es angezeigt. Ja, ja. Ach, das sind nicht diese eine Farm, die überfallen worden ist?
Such dir eine Farm hier. Wolfshorn Ranch. Wir können mal reingehen, aber ich glaube, das ist hier die eine Farm, die hier überfallen worden ist, glaube ich. Haben die hier eigentlich sauberes Wasser? Wir gucken mal. Sauberes Wasser wäre natürlich richtig geil. Nee, Red 5. Oh, ist ja eklig. Ja, komisch, den Vogel konnte ich gerade erschießen. Aber den anderen beim Felsen, den konnte ich dann nicht irgendwie wegmachen. Okay, ja, wir gehen mal ins Gebäude rein. Da kann ich doch vielleicht mal diese schwere Rüstung mal abwerfen. Also die wiegt jetzt wirklich 30 und passt mich absolut nicht. Der Metzger ist doch, glaube ich, das ist sogar ein legendäres Ding. Der Metzger. Bonusschaden bei Körperteilen. Was an Dring auf 40, warte mal. 56. Ja, im Prinzip gar nicht mal so verkehrt. Es ist gar nicht mal so verkehrt. Der Metzger ist gar nicht mal so verkehrt, ja, ja doch. Schade, ich dachte, ich könnte die mit normalen Messern reparieren. Nein, nein, nicht. Schwerrüstung werfe ich raus. Die wiegt viel zu viel, bringt mir absolut rein gar nichts. Metzger. Die legendäre Waffe ist legendäre Waffe. Energiezellen, sehr gut. Muni, was haben wir noch? Kleinkalibergewehr, nee. Rüstungsspind, sag mal her. Metal. Metal. Mitnehmen. Ja, ich könnte jetzt die beiden Rüstungen miteinander kombinieren. Und wie krass wäre das jetzt? Wäre der Effekt wirklich so krass? Nee. Ja, ist doch ziemlich schwer. Pass auf, wir werfen die beiden Metal-Rüstungen hier hin. Weil mit Improvisation können wir quasi unsere fette Power-Rüstung mit diesen Metallrüstungen reparieren. Was natürlich richtiger Game-Changer wäre. Altmetall, was haben wir hier noch? Nee, lass mal. Unnötiger Ballast. Ich muss halt wirklich auch hier haushalten und gucken, wie ich hier mit klar komme. Da drüben, das könnte das Camp sein, wo die gefangen genommen worden sind. Also, wenn die Gefangenen befreien kann. Ja, also ich finde es schon richtig und wichtig, dann hier die Gefangenen dazu befreien. Da drüben ist noch irgendwas, zumindest wird mir da was angezeigt. Ich mache da nur einen kleinen Abstecher hin. Kleiner Abstecher und ich sehe Gefahren. Vipern, okay. Bin auf ein ganzes Lager von denen gestoßen, alles klar. Erwischt. Erwischt. Gib her. Du mit deiner fetten Rüstung, du bist hier die Anführerin, da. Beim ersten Schuss schon. Aber krass, wie viele auf einmal jetzt hier so, wie häufig jetzt hier so einer fetten Rüstung über den Weg laufe. Macht Spaß? Natürlich. Ach, du auch noch, oder was? Du hast nicht so eine fette Rüstung. Bäm. Hat dir Spaß gemacht, ja? Hat dir das Spaß gemacht? So, Überfallkommando kaputt gemacht. Sehr gut. Wäre Whisky-Bullen. Nee. Oh. Gewehrkoffer. Boxbandagen. Nee, Sprengstoff. Ja. Sack, Sack. Okay, ja. Hat sich ja jetzt nicht für die gelohnt, mich zu überfallen. Nee, ich gehe nochmal kurz zurück zur Wolfshorn Ranch. Ich merke mir einfach mal, dass ich da jetzt was reinwerfe. Die Belastung durch Gegendorf macht echt keinen Spaß, ne? Sag ich so, wie es ist. Ich meine, ich weiß, ihr wart ein bisschen Action und so, aber selber überlastet sein ist natürlich jetzt nicht so geil. Ja, irgend so ein Vogel. Sache ist die, den konnte ich auch nicht abschießen. Alle anderen konnte ich halt irgendwie abschießen, den allerdings nicht. Warum auch immer. Ich weiß es nicht.
Da oben ist die Wolfshorn Ranch. So viele Metallrüstungen, da weiß ich noch nicht, ob ich dann vielleicht doch umsteigen sollte, obwohl ich... Lieber sage ich, würde die gerne als Ersatzteilspender verwenden für die Powerrüstung. Weil ich glaube, ab Level 14 kann ich ja dann eh hier Notreparatur nehmen. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel so eine Powerrüstung mit so einer schweren Metal-Rüstung reparieren. Was natürlich ein richtiger Gamechanger wäre. Powerrüstungen, sobald hier der eine neue Anführer von der Bruderschaft ist, da kriege ich ja eh beigebracht, wie ich so ein Ding tragen kann. Ja, und das wäre cool. Da kann ich endlich wieder mit einer Pause durch die Gegend laufen. Habe ich ja sehr, sehr gerne in Fallout 3 gemacht, mit einer Pause durch die Gegend laufen, weil Powerrüstungen, die sind halt geil, sag mal so wie es ist, ne? Powerrüstungen, da steckt richtig Power dahinter und mit denen kann man richtig krasse Sachen erleben. Ich weiß, es gibt die T51 hier, da ist das der von der Bruderschaft. Ich weiß nicht, ob das hier so eine Fraktionsrüstung bei denen ist. Kann sein, dass mich dadurch andere Leute angreifen, wenn sie denen nicht wohlgesonnen sind. Aber ich kann ja auch so normale T45er tragen. Die T45 ist das Vorgängermodell. Allerdings ist die ja nicht fraktionsgebunden. Das bedeutet, ich kann mit der durch die Gegend laufen und werde von denen nicht angegriffen. Just saying. Wäre so ein Gedanke. Wir sind ja eh gleich da, das ist prima. Ah, ich kann es aber auch hier in den Werkzeugkasten erst reinpacken. Pass auf, wir haben hier so einen versteckten kleinen Werkzeugkasten. Da kann ich auch erstmal den ganzen Kram reinmachen. Ich meine, ich alleine weiß genau, dass da irgendwas ist. Auf dem Dach, ist das eine Flasche? Könnte eine Flasche sein, oder? Ist keine Flasche. Okay, ey, ich würde nur mal gucken. Pass auf, hier ist der versteckte Werkzeugkasten. Wir packen da unser ganzes Zeug hin und dann machen wir die Reise weiter. Essen, trinken, wie sieht's aus? Durstig, okay, ich kann mal ein bisschen Wasser trinken. Okay, geht doch. Runter von meinem Grundstück. No rules hier, versteckte Wechselkoffer hier. Jo, obwohl so ein 10mm ist auch ziemlich geil, ne? Macht guten Schaden. Kobberreptierer, jo, habe ich ja, das ist ja meiner. Dynamit, Dynamit, Karawanschrüffeln, Renner mit Messer, 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 Metzger, Schneide. Minen aufheben, die sind einiges wert. Metal, Söldner, Söldner, Söldner. Hilfsmittel, ich habe schon noch eine Menge Hilfsmittel, die ich da irgendwie. Ja, Sunspirilla, genau. Lego ein bisschen Kojoten. Ja, also für Essen auf jeden Fall gesorgt. Das ist gut. Sonstiges, ja, Altmetall, genau. Elektroschrott. Das ist Klebeband. Die leeren Dinger kann da rein. Metal, das Ding, das Ding, das Ding. Perfekt. Okay, komm weiter hin. Ich bin wieder schnell unterwegs. Wunderbar. Da, da. Da. Die Richtung. Wir werden die Gefangenen befreien. Deswegen habe ich mich auch eigentlich losgemacht, um die Gefangenen zu befreien. So einer bin ich. Ich will der Held sein, der hier alle rettet und so. So möchte ich sein. Ja, Brücke, da werden gerne mal so Überfälle gemacht, ne? Da muss man besonders aufpassen. Vor irgendwelchen Überfallkommandos. RNK, RNK, das ist gut. RNK ist gut. Ja, nur nach 15 Soldaten halt. Denn ist noch was. Da wurde mir irgendwas angezeigt. Da muss ich noch ganz kurz hingehen. Ich mach nur einen kurzen Umweg. Ist ja jetzt nicht verpönt, wenn ich da mal kurz mal nachsehen gehe.
Ich dachte, das wäre direkt um die Ecke. Warum ist das noch so weit weg? Na, irgendeine kleine Ranch halt, ne? Eine kleine Ranch. Gucken wir uns das mal an hier. Hallo, was ist denn das für ein Ort? 30 von 50 Orten entdeckt. Ui, ich sehe tote Menschen. Eine Menge tote Menschen. Rüstungskoffer, was haben wir da drinne? Lederrüstungen, cool. Damit kann ich ja meine Rüstung hier reparieren. Wie stark ist die beschädigt? Ja, es geht. Oh, für viele Meter, klar. Sternkronkorken, gerne. Erste-Hilfe-Kasten, gib her. Warte, ich sehe was Rotes, Moment, das ist schlecht. Vipon, ah. Habt ihr euch das Ganze gut überlegt, Leute? Schön den Kopf rein, schön den Kopf rein. Warum haben die auf einmal alle eine Metallrüstung an? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Egal, jetzt haben wir auch nochmal eine Metallrüstung. Ey, sehr inflationär, dass sie auf einmal dann alle so ein Ding haben. Aber gut, wir sind nicht überlastet, also noch nicht. Warte, wer? Oh, 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 oh. Ja, wo kommt die alle her, Mensch? Ey, warum haben die auch alle eine Metall... Ach, Alter, ich frage am besten nicht mehr. Ey, Leute, ich habe ein paar kleine Probleme. Wollt ihr euch mit denen damit anlegen? Wollt ihr mitschießen? Komm, ballert mal ein bisschen mit. Ja, los, schießt die kaputt, los. Jetzt trauen sie sich nicht mehr, ne? Doch nicht mehr so stark, wa? Bäh. Ja, Leute, macht ihr genau richtig Spaß? So. Los. Habt ihr toll gemacht. Kriegt einen Keks dafür. Überlastet, überlastet. Ja, weil die auch alle so blöde, schwere Metallrüstung dabei haben. Wie soll ich hier auch anständig vorankommen, wenn die ja alle diese bescheuerten Rüstungen tragen, ey. Ey, pass auf, ich repariere jetzt auch miteinander, weil ich jetzt gerade keinen Bock habe. Drei sogar, vier. Vier fucking Metallrüstungen. So. Spannzocken 12. Ist aber nicht auf 100, ne? Die ist nicht auf 100. Das ist gut, jetzt würde ich keine Ersatzteilspender verwenden. Söldner Einsatz, wie sieht denn das aus? So sieht's aus, okay. Nee, ich trage lieber die andere Lederrüstung hier. Ist halt besser. So, ein bisschen repariert, so. Kreuzschlüssel. Messer, Messerschneide. Körperreptierer, 10 mm. Hier reparieren mal. Wir können unseres mal in guten Zustand halten. So, jetzt geht's weiter. Die hatten echt Nerven gehabt. Die hatten wirklich Nerven gehabt. Ich meine, klar, ich habe jetzt auch nicht die Erfahrungspunkte bekommen, aber jetzt mal ernst, ich sehe es auch nicht ein irgendwie. Weil ich habe mich ja schon hier mit den ganzen Metallrüstungstypis angelegt und dann kommen auf einmal noch welche an, oder was? War jetzt nicht so geil. Hallo, jemand hier? Huhu. Oh, warte mal. Mausratten, nee. Wir gehen in Richtung Gefangene. Wir wollen ja die da befreien. Wir sind auf einer Rettungsmission. Ich hoffe, wir können mit denen reden. Ich will nur mit denen reden. Ich möchte das Ganze ohne Blutvergießen regeln. Dass wir die ganz entspannt mitnehmen können. Dass wir die retten und dann ist alles wieder in Ordnung. Und Friede, Freude, Eierkuchen. Drück mal die Daumen.
Ave. Caesar treu ergeben. Was schießt ihr? Reicht schon? Oh, Nachtkürzel sind sehr gefährlich, die Viecher. Die vergiften dich. Ja, los, vergifte die Typen. Los, ja. Reicht schon? Pitti, greif nochmal an, der ist vergiftet. Ach, toll. Fifi, ich bin sehr enttäuscht von dir. Hey. Dach. Na gut, reden wir mit den Typen mal. Hier. Dies ist nur ein Teil unserer Abordnung. Weitere sind unfern stationiert. Totes Meer hat zu Ehren von Caesar einen Tribut aus den Leichen der Verderbten errichtet. Der Drehschein, ja, die wurde versklavt, mein Junge, ne? Das ist scheiße. Okay. Heilpulver, gib mir her. Hey! Obwohl, warum stehen die? Die sind doch gar nicht gefesselt. Wenn die Zeit kommt, werde ich die Klinge führen, die sie tötet. Es ist Caesars Wille, dass wir Nelson kontrollieren. Ja. Weißt du was? Ich töte die Idioten einfach und. Pff, ist nur gerade Wumpe. Dreht euch mal um. Nee. Ja, weil auch überall irgendwelche Augen sind, ne? Ach so, ich hab grad keinen Bock mehr. Hier, zack. Zählt als Schleichangriff, geil. Der Kumpel. Ist gleich verkrüppelt, ne? Was gleich die. Hallo? Spiel hat sich aufgehangen, was ist das für ein Kack? Nichts auf der Welt ist stärker als das Vertrauen zwischen Waffenbrüdern. Macht euch bereit, ihr Schlappschwänze, denn heute werdet ihr Jungs zum Männer. Macht Spaß! So, das sind wir stehen geblieben. Gut, bekommst auch ein paar Kugeln rein. So, zack. Schön, ja. Vorhin hat es sich ja vollkommen aufgehangen gehabt, aber jetzt geht's ja wieder so. Wir sind überlastet. Geil. Ach, da ist noch einer von den Idioten. Na gut. Wenn der Beef will, kann er gerne Beef bekommen. Ich bin massiv überlastet. Ist mir doch scheißegal. Hier mache ich jetzt die Entfernung weg. 10 mm. Oh, super. Ja, die haben ja alle 10 mm Maschinenpistolen. Nur das Feinste vom Feinen. Normaler Rekrut, also der Azubi. Geht doch. Auch wenn ich überlastet bin, aber es geht. Ach, da unten ist ja auch nochmal. Ah, okay. Ja, die haben sich hier eingenistet wie Blutegel. Das gehört natürlich überhaupt nicht. So, wir gehen rüber, plündern den Idioten, dann befreien wir die Idioten da oben, dann sind alle wieder frei und glücklich. Au. Guck mal, was hast du denn dabei? Kobra-Reptiere, ah cool, ich habe auch einen. Was hatten die in Bewaffnung dabei gehabt? Kobra-Reptiere, jo, kann ich mal einen reparieren, zack. Machete, Messer, 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 Metzger. Ah, den befreien wir die da oben. Es gibt uns auf jeden Fall positives Karma. Schlafsack, weg muss man sich hier pennen können. Truhe, ja toll, die Legionäre was dagegen, wenn ich mich hier bediene. Toll. Hm. Aber wo es natürlich die Bösewichte sind und die sind eh tot. Was soll ich denn da bitte machen?
Lagerfeuer, da kann ich natürlich gerade nicht mit interagieren, schade. Egal, wir befreien mal diese anderen da. Warte mal, ich kann ja mal gucken wegen Rüstung, dass ich ihre... Ich brauche mal die Dinge miteinander. Ja, Metal-Rüstung, die muss ich mal loswerden. Ja, scheiß drauf, hier, zack. Hier, zack, und anheben. Ich sagte anheben, so. Ich muss mir halt einfach nur merken, wo ich was hingeschmissen habe. Mehr ist das doch nicht. Guck mal hier, schmeiß mal da ins Zelt rein. Ne? Metal-Rüstung mitgenommen. Warte mal, ich schmeiß die mal raus. Weil die ist irgendwie unsichtbar geworden. Werkzeugkasten, nee. Ja, stimmt, ich muss nochmal neu laden. Nee. Leute, ich befreie euch. Ich nehme vorne mal hier die Lottoscheine mit, ne? Lauf, du bist frei. Hallo? So. Du bist frei, lauf. Wir haben sie befreit. Yes, Baby. Level up. Und ich denke, jetzt können wir auch diese Notreparatur mitnehmen. Dietrich. Ja, fast. Fast. Sprache. Hier, wir sind ja fast ganz weit mit oben. Energiewaffen 30, perfekt. Damit kann ich jetzt nachts gut schlafen. Schleichen, Schusswaffen, Sprengstoff. Nee. Wissenschaft. Waffenlos? Nee, das machen wir auf jeden Fall nicht. Bisschen mehr Schaden, komm. Jetzt haben wir, glaube ich, Notreparatur freigeschaltet, oder? Ja, perfekt, Notreparatur. Was haben wir noch? Worauf können wir uns noch spezialisieren? Schleichen. Sie sind am Wacherfreund der Nacht bei schlechten Lichtverhältnissen in Gebäuden und nach Einbruch der Dunkelheit im Mödland passt sich ihre Augen. Ja, wir bekommen dann Nachtsicht, auf gut Deutsch gesagt. Wir können mit Nachtsicht können wir dann dunkel was sehen. Genau. Ich will nur mal kurz gucken, worauf können wir uns noch spezialisieren. Naja, falschen. Sie können Schnellreise machen, wenn sie überlastet sind. Ah. Falschen wäre schon eine gute Investition, ne? Falschen, einen Punkt vergeben. Nee. Auf jeden Fall Schnellreise überlastet, das wäre auf jeden Fall richtig geil. Ja, warte mal. Ach, Nuka-Chemiker, okay, ja, ist gut. Gut. Ich werde mich für die Notreparatur entscheiden. Da kann ich das machen, wovon ich hier die ganze Zeit auch drüber gesprochen habe. Notreparatur, perfekt. So. Waffen. Dann kann ich auch hier Messer schneiden mit normalen Messern halt reparieren. Guck mal hier. Mit normalen Messern. Sehr gut. Machete. Sogar mit einem Kreuzschlüssel. Oh, schön. Mal gucken, dann mache ich noch, dann habe ich weniger Ballast dabei. Ach, okay, sowas ist das. Obwohl es gar nicht mal so verkehrt wäre. Aber guck mal, hier macht mir Schaden. Guck mal hier, Schaden 9 und 82. 14, Ich glaube, ich behalte es trotzdem. Klamotten. Ja, weil es ja unter leichter Rüstung fällt, kann ich das mit einreparieren. Pass auf, meinen Western Range Outfit will ich auf jeden Fall reparieren. Mit Legionärsrüstung, die wir hier haben, genau. Legionsrekrutenrüstung, genau. Weil jetzt muss ich auch ein bisschen aufpassen, was ich mit wem repariere. Motorradbrille. Ach stimmt ja, ich kenne jetzt den Helm. Ja, yeah, machen wir so. Also auf den Helm reparieren wir jetzt mit den Sturm hier gut, das haben wir noch, den Rekrutenhelm. Ja, gib her. Mit dem Helm hier. Den Sturmjägerhut. Perfekt. Jetzt können wir das Ding eigentlich auch mitnehmen.
So, Leute. Nächster Halt, Novek. Da wollte ich auf jeden Fall noch hingehen. In Novek ist wirklich was los. Deswegen gehen wir da auch hin, machen ordentlich Party. Deswegen bin ich hier. Und mit meiner Notreparatur im Gepäck kann ich natürlich eine Menge geiler Sachen anstellen. Notreparatur ist wirklich ein toller Perk. Doch, doch. Das war genau die richtige Investition gewesen. Wow, warte mal. Wahrscheinlich ist es sehr gut. Oh, komm, das Messer. Komm her. Trau dich, komm zu mir. Du hast nicht mal irgendwas dabei. So eine kleine Maus. Komm her, du. Sie hätte mich angegriffen, wenn ich sie nicht getötet hätte. Ja, toll überlastet. Super. Gib mal her. Ach, warte mal. Wie sieht es eigentlich aus mit Durst, Hunger? Ja, ja, ich sehe schon. Okay. Wasser, Creme. Perfekt. Noch mehr Viehzeug. Diese blöden Vipern sind aber auch überall hier im Ödland anzutreffen. Ich meine, für wen hätten die sich? Schaknurse oder was? Ja, erledigt. Ja, das ging ein bisschen daneben, meinst du nicht, junge Dame? Komm her, ich sehe dich aus so hier. Bam! Schön Zeitlupe, ganz genau. Oh, ich bin so der überlastet. Ich fühle mich so träge und schwer. Ja, gib mir das Messer her. Ah, toll, es ist da unten, genau. Warum müsst ihr auch alle immer diese schweren, blöden Metallrüstungen dabei haben? Das gibt mir allmählich auf den Sack, wisst ihr es eigentlich? So, dann zeig mal her. Kleidung, Metal-Rüstung, die ist komplett repariert. Super. Ey, pass auf, ich schmeiß den ganzen Mist hier einfach hinter das Schild und dann ist gut. Ich hab keinen Bock hier mal überlastet durch die Gegend zu laufen. Unruhestifter, ja. Obwohl, warte mal, können das auch mit anderen reparieren, das ist gut. Oh, wir haben noch andere 10 mm hier. Die können wir dafür verwenden, genau. Kobreptier, Messerschneide, der Metzger. Metzgermeister mit Messerchen reparieren, genau. Kleidung. Ey, ich schmeiß das Ding jetzt einfach weg hier. Weil ich möchte auch ein bisschen vorankommen und nicht ständig hier gucken wegen Überlastung und so. Nee. Also auf zack, zack, zack. Dann sind die schon mal weg. Meinen grauen Hut mit einer von denen, genau. Schrott, der eine hat ja auch Schrott dabei gehabt. Hier, Baseball, weg damit. Ja, müssen uns einfach nur merken, wo wir es hingeworfen haben, nicht wahr? Warum müssen die aber auch so viel, diese blöden Rüstung auch dabei haben? Ich weiß es nicht. Was ist das eigentlich da drüben? Eine Bahnhofstation oder was? Nächsten Idioten? Ja, ach komm, nee. Vorsicht, das bedeutet, wir müssen nicht gegen ihn kämpfen. Super, weil, ey, ich habe so viel Kram dabei. Ich habe keinen Bock. Wir kommen gerne, spielen nochmal vorbei und verhauen die, aber jetzt gerade nicht. Jetzt gerade wirklich schlechtes Timing. Jetzt habe ich gerade keinen Bock drauf. Ey, ich muss doch mal vorankommen, das Zeug verkaufen, wisst ihr, was ich meine? Da war doch was. Erncar Ranger, okay, okay, okay. Da können wir uns ja auch mal so anziehen. Warte mal, ich hab doch hier die Klamotten von Erncar Ranger. Aber der graue Hut und Essen Outfit, der autoritäre Brille trage ich eh schon gerade. Dann legen wir noch den Kobreptierer an, das passt doch. Ranger-Station, Hallöchen.
Hey, Kumpel. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Jo. Wir packen es einfach hier in die Mülltonne rein. Wäre auch eine Idee. Truhe, ja. Wodka, aber die stürzt nicht, wenn ich mich hier dran bediene. Das ist gut. Da. Kamerasensormodul. Ja, so viel Kram, aber die juckt es halt nicht, wenn ich mich dran bedienen würde. Reinigungsmittel. Gibt es hier irgendwelche interessanten Leute, mit denen ich reden kann? Ein Gebäude, vielleicht ist da jemand drin. Ranger Station Charlie. Ah, vielleicht gibt es da irgendjemand mit einer interessanten Aufgabe für mich. Hey. McCarran mag es nicht, wenn Zivilisten in Außenposten des Militärs rumlatschen. Wenn sie hier was zu erledigen haben, dann beeilen sie sich damit. Was sagen Sie über McCarran? Der Funkkontakt hier draußen wird wegen der Hügel öfter mal gestört. Und manchmal gehen geplante Updates nicht durch. Wenn das oft genug vorkommt, dann kommt jemand, um nach uns zu schauen. In letzter Zeit kriegen wir seltsamerweise zusätzliches Sanitätsmaterial. Ich habe auch keine Eile bei der Rückgabe dieser Vorräte. Was dagegen, wenn ich mir noch ein bisschen... Was dagegen, wenn ich mir noch was von dem medizinischen Material nehme? Ich hätte besser gar nichts sagen sollen und sollte sie auch nicht auf die Idee bringen, sich mit der RNK anzulegen. Was ist das für ein Ort? Ranger Station Charlie. Wir sind verantwortlich für die Kontrolle des Highways bis nach Novak. Ist hier irgendetwas Seltsames passiert? Alles ruhig im Moment. Ranger Beaumont hat das Kommando, aber er führt gerade eine Patrouille an. Reden wir über die Ranger. Wir sind teils Kundschafter, teils Kommandosoldaten und teils Sheriffs. Das Training ist brutal und nur 2 von 10 Rekruten stehen es ganz durch. Bevor man ein Ranger-Abzeichen kriegt, muss man beweisen, dass man leiser als ein Schatten und wilder als eine Todeskralle ist. Gibt es viele Ranger der Mojave? Ein paar Dutzend, würde ich sagen. Die meisten sind in Posten wie diesem stationiert. Wir bemannen die Station oder patrouillieren in der Umgebung. Wie wird man Ranger? Die meisten Ranger waren normale RNK-Soldaten. Wenn einer besonderes Geschick im Kampf und beim Spähen zeigt, wird er fürs Training vorgeschlagen. Ist schon ziemlich geil dann. Die haben auch richtig coole Rüstungen an. Ja, wir haben super viel, ne? Aber ja, die mögen es nicht, wenn wir uns hier dran bedienen. Was schade, ich würde zu gern was mitnehmen wollen. Aktenschrank, nur mal gucken. Ja, das sind Toiletten. Ich habe ihn ja gerade vom Klo abgefangen. 5-3. Nee, zu viel Radioaktivität. 5-3. Der pennt. Warte, bestimmt leergeschossene Muni, oder? Hülsen, gib her. Stange Zigaretten. Ja, rauchen hier alles weg. Alles klar. Ja, der eine führt eine Patrouille an. Der ist natürlich nicht hier. Reiner Reflex. Das ist reiner Reflex. Ich meine, ich habe schon gelesen, aber mein Finger war schon schnell gewesen. Und okay. Können wir was drüber springen? Nee, oder? So. Auf nach Novak. Novak dürfte ja bald kommen. Hoffe ich zumindest. Mädelrüstung sind wir und dicken langsam, das muss ja natürlich nicht sein. Hier Rüstung verstärkt, den Markhelm, so zack, Plasma Rifle. Auf geht's, Leute. Tja, da drüben wird mir noch eine andere Höhle angezeigt oder irgendwas anderes. Keine Ahnung, was es ist, aber wir können ja mal hingehen. Wir müssen halt aufpassen wegen unsichtbarer Wände. Hier, das Spiel ist voll mit unsichtbaren Wänden, die dann sagen, du kommst nicht vorbei. Was schade ist. Novak, zu erkennen, ein Riesendino. Okay, was haben wir denn hier für ein... Was haben wir denn hier für ein... Für eine Location? Ich will nur mal gucken. Komm schon. Ah,
überall Vipern. Ach toll. Ich habe wieder eine schwere Metallrüstung, nicht wahr? Okay, wir merken uns mal, dass da was ist. Wenn die mich auch weiter verfolgen, dann muss ich mich leider umdrehen und die hauen, also. Da muss ich denen leider ein paar klatschen. Die verfolgen mich ja immer noch. Wenn die jetzt noch herkommen, dann kriegen sie ein bisschen Plasma ab. Vorsicht, die haben keinen Bock mehr. Sehr schön. Er zeigt noch ein paar Mal seinen Kopf. Okay, der will jetzt unbedingt Beef haben. Wollt ihr es wirklich riskieren? Wollt ihr wirklich Beef mit mir? Vor allem, der Typ hat keine Waffe und will mit mir in den Nahkampf gehen. Hier, zack. Und bam, bleib liegen. Bleib liegen, Lusche. Toll, jetzt bin ich überlastet. Eine Sache, die ich eigentlich vermeiden wollte. Wir sind jetzt eh in Novak. Wir gehen nach Novak, ganz entspannt. Wir reden mit den Leuten. Gib mal her. Weil die haben einen fetten Dino und die haben auch hier so ein schönes Motel, wo wir uns niederlassen können. Schöne Sache. Hallo, Novak, ich bin hier, ich brauche ein Zimmer. Na gut, und ich will ein bisschen Zeug verkaufen gehen. Hier im Dino ist jetzt sogar ein Souvenirladen, mich erst täuscht. Vielleicht mal hier falsch ein bisschen erhöhen. Gefahr, was greift mich denn an? Überall sind... Okay. Roten Punkte sind wieder verschwunden, warum auch immer. Ich habe mir gerade die Zensoren gemacht, aber ich bin nur ein einfacher Händler, der hier ein bisschen Handel treiben möchte. Mehr bin ich nicht. Guck mal hier. Ich bin angezogen wie ein Händler. Ich treibe jetzt auch Handel mit den Leuten. Das passt doch. Almost Heaven. West Virginia. Briefkasten. Vertreter auch einen falschen erhöht. Ah. Alter! Ernsthaft? Erledigt. Was haben die Idioten für Probleme mit mir? Ich weiß es nicht. Vor allem dann kommen die, dann hauen die ab, dann kommen sie wieder, dann hauen sie wieder ab. Was ist denn das? Novak, wir sind hier. Und da ist ein fetter Dino, mit denen reden wir auf jeden Fall. Promise, das ist doch von der Karawane, oder? Egal, ich bin jetzt nicht hier, um... Sondern ich bin hier, um da drüben ein bisschen Handel zu treiben. Aber wenn der Typ da drüben, wenn es ein Karawanist ist, wäre... Also, Karawanenhändler wäre gut. Der ist natürlich verschwunden, Novak-Siedlerin. Irgendwer, der Bock auf Handel hat, da muss ich ja wirklich zum Dino laufen. Okay, ich gehe zum Dino. Ganz leicht Zähne knirschen. Ja, weil ich mag es nicht, überlastet zu sein, aber so laufe ich gefühlt die ganze Zeit rum im Fallout. Ich konnte halt nichts wegwerfen. Okay, ich habe ein bisschen was weggeworfen. Das muss man mir zugute halten. Ich habe auch Sachen bereits weggeworfen. Ist doch ein Pluspunkt für mich, oder? Ich habe bereits Sachen weggeworfen. Das muss man bitte respektieren. Hallöchen. Na, wen haben wir denn da? Den guten alten Victor. Der mich ausgegraben hat. Hey, Victor. Grüß dich, Victor. Was machst denn du denn hier? Na, da brat mir einer einen Storch. Wenn das nicht meine gute Bekanntschaft aus Good Springs ist. Was machst du denn in Novak?
schön, hier draußen ein freundliches Gesicht zu sehen. Geht mir genauso. Kann der alte Vic was für Sie tun? Ich könnte ein Bett und Vorräte gebrauchen. Du hast gesagt, dass die Leute, die mich angegriffen haben, in diese Richtung gegangen sind, ja? Nein, habe ich nicht, so viel ich weiß. Aber Sie könnten sich umhören. Die Leute von Novik sehen normalerweise jeden, der hier langkommt. Was machst du in Novik? Ja doch, mal fragen wir mal. Wenn ich das wüsste. Irgendwie hat es mich nach New Vegas gezogen. Denke mal, ich werde es rausfinden, wenn ich da bin. Was ist das hier für ein Ort? Novik? Netter Ort, würde ich sagen. Aber mal unter uns. Als ich hier ankam, hatte ich ein ungutes Gefühl. Passen Sie auf sich auf. Novik, was für ein Zufall, dass wir uns hier treffen. Da das die einzige Straße in der Gegend ist, wäre ich bass erstaunt, wenn wir uns nicht ab und an mal begegnen würden. Freundliches Gesicht, genau. Ich könnte noch eine Pistole an meiner Seite gebrauchen. Mächtig nettes Angebot. Aber ich muss meine Kräfte sparen, wenn ich es bis New Vegas schaffen will. Ich bin mir sicher, Sie kriegen das auch bestens hin, wenn der alte Vic Sie nicht aufhält. Schade, ich mochte ihn. Also ich mag ihn wirklich. Tschüss. Wir sehen uns. Wir sehen uns, Cowboy. Okay, erstmal Handel treiben. Hier, da, der Souvenirshop. Da ist ja ein Typ, mit dem können wir Handel treiben. Wie spät? Der hat offen, perfekt. Reine, welches mal hier ein bisschen unnötigen Ballast los. Weil ich einfach massiv überlastet bin. Ich kann doch nichts wegwerfen. Ich kann doch nichts wegwerfen hier, Mann. Almost heaven. West Virginia. Blue Ridge Mountain. Shenandoah River. Life is old air. Older than the trees. Younger than the mountain. Da, mit dir will ich Handel treiben. Hallöchen. Kumpel, du da. Wie geht's? Willkommen im Dino-Bite. Ich bin Cliff. Wenn Sie wegen der T-Rex-Figuren hier sind, kommen Sie gerade noch rechtzeitig. Ein paar habe ich noch. Ich suche einen Mann im karierten Mantel. Haben Sie so jemanden gesehen? Klar, aber er hat keine Souvenirs gekauft. Hört er sich an, als hätte er sein Geld vergessen. Seine Freunde waren deshalb ziemlich enttäuscht. Wäre ich aber auch, wenn ich so einen tollen Laden finden würde und dann mein Geld vergessen hätte. Vielleicht kann Manny Ihnen mehr sagen. Es schien so, als würde er ein, zwei von Ihnen kennen. Tagsüber ist er oben im Dino-Maul. Karawane spielen können wir hier auch. Machen wir jetzt nicht. Was verkaufen Sie alles? Na, da wäre natürlich... Außerdem haben wir verschiedene Repcon-Fabrik-Souvenirs. Raketen und ähnliches. Was ist mit Vorräten und Waffen? Haben Sie was für mich? Waffen? Ich habe ein paar. Mist! Nie kauft jemand einen dieser T-Rexe. Erzählen Sie mir über die Raketensouvenirs. Es sind Miniaturmodelle einer echten Rakete, sehr detailreich. Sie enthalten sogar eine Flüssigkeit, die sie zum Leuchten bringt. Ich habe gehört, Repcon hat sie früher als Andenken bei ihren Führungen durch ihren Hauptsitz in Henderson verteilt. Aber sie mussten sie aus dem Programm nehmen, nachdem ein paar Kinder sie leer getrunken hatten, weil sie dachten, da wäre Nuka-Cola drin. Die Zeitungen hatten sogar einen Namen für die Krankheit. Repcon-Zittern. Keine gute Zeit für Robco. Wie sind Sie hergekommen? Nun, Sie haben Ihre Restbestände im Dino-Byte abgeladen. Aus steuerlichen Gründen. Aber das war vor meiner Zeit. Inzwischen sind sie schwer gefragt. Es sind schließlich einzigartige Sammlerstücke. Aber vielleicht habe ich noch ein paar im Lager. Ich würde mir gerne mal anschauen, was Sie zu verkaufen haben. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Brettgranaten, C4, Reptier, die Knarre. Ja, das ist eine legendäre Knarre. Granatengewehr, Karawanenschrotflinte, Plasmagewehr. Ich habe bereits eins. Hilfsmittel, Arzttasche, Wasser. Mist, keines von dem, was ich brauche. Ritterliche Sagen, Schleichen. Sonstiges, das hier nehme ich gerne an mich. Das kostet ja nichts.
Ja, unnötiger Ballast. Nie kauft jemand diese Dinger. Ja. Oh ja, hier, Modifikation für mein Zeug, das ist gut. Mods sind immer eine feine Sache. Doch, geh mal her, ja. Schalt einfach nämlich gerne an. Schalt einfach sind richtig und wichtig. Ja. Okay, verkaufen wir ein bisschen Zeug. Ich habe ja unter anderem hier so ein Ding. Die Metal-Rüstung, noch eine Metal-Rüstung. Söldner. Western Ranger behalte ich natürlich aus nachvollziehbaren Gründen. Eieruhren, weg damit. Mutiermesser. Arschbecher. Ja, diese blöden Vipern haben auch so viel Zeug bei sich. Da ist es dann schwierig, ganz die Übersicht zu halten. Gaffi, Klebeband, Ledergürtel. Wozu auch immer die Dinger verwendet haben. Vermutlich, um sich einen Schuss zu setzen oder sowas in der Art. Der Bedien. Nachtpirscherblut. Ja, komm, weg damit. Wettstein. Alles muss versteckt sein. Waffen. Ich habe noch ein paar Waffen hier. Die kann ich loswerden. Hier, das Ding zum Beispiel. Kreuzschlüssel. Das bleibt mir natürlich. Splittermin. Habe ich noch ein Messerchen für dich. Was nehmen wir noch Schönes mit? Irgendwelche schönen Andenken. Waffen. Magnum. Korrektiver. Die Knarre. Nein. Zünder. Irgendwas nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Arzttasche. Ich weiß nicht. Aber wann schieße ich mal mit so einem Ding? Erhöht den Zustand. Ja, aber wann schieße ich mal mit so einem Revolver? Das ist eine gute Frage. Granatengewehr. Ob ich jetzt mit so einem Ding rumballern werde? Ich weiß nicht. Gib her. Der ist jetzt fast pleite, aber ich habe guten... Ich hab gutes Plus gemacht hier. Und das allerbeste ist, ich bin nicht überlastet. Und ich habe ja mein Geld hier was investiert. Ich habe ja jetzt mein Geld hier in einen Schalldämpfer für eine Knarre investiert. Ist doch gut. Ne? Ist auch was Feines. So, geh mal her hier. Ah, ich weiß nicht, gibt es eine legendäre 10mm hier im Spiel? Ich weiß nicht, dann würde ich das, glaube ich, bei der legendären Bombe da reinmachen. Ist eine berechtigte Frage. Es gibt ja von allen legendäre Sachen. Hier, ich brauche ein Zimmer. Hey. Nun, herzlich willkommen. Sie sehen müde von der Reise aus. Warum erholen Sie sich nicht etwas und lassen diese feine Stadt sich um Sie kümmern? Wir kennen uns noch nicht. Was ist das für ein Ort? Ich werde einen Mann namens Benny rächen und brauche jemanden, der mich in Schuss hält. Eine gute Idee. Ich mache Ihnen eine Pauschale und Sie können nach Belieben bleiben. Zumindest bis die Saison beginnt. Abgemacht? Hier ist nur Kronkorken. Schön, dass Sie bei uns bleiben. Ihr Zimmer ist oben in Richtung der Lobby. Hier ist Ihr Schlüssel. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihren Aufenthalt angenehmer gestalten kann. Was ist das für ein Ort? Wir sind eine kleine Wüstenoase namens Novak. Dies hier ist das Dino D. Light Motel und es gehört mir. Welche interessanten Plätze gibt es hier? Da wäre mal Dinky, das Stadtmaskottchen. Ein toller Anblick, den Sie wohl schon bei der Anreise gesehen haben. Innen können Sie auch raufklettern. Die Straße rauf im Westen liegt Repcon. Das ist diese alte Raketenfabrik. In letzter Zeit haben sich dort düstere Gestalten angesiedelt. Vielleicht sollten Sie da besser fernbleiben. Ansonsten ist nicht viel los. Also nehmen Sie es leicht und genießen Sie die Gesellschaft. Sonst noch was? Ein Stück im Norden sehen Sie einen großen Turm. Das ist Helios One. War früher mal ein Kraftwerk. Östlich von hier gibt es eine Stadt namens Nelson. Bevor die Sklavenjäger dort einfallen, war es ein ruhiger Ort. Aber unsere wunderbaren Scharfschützen halten ein Auge in diese Richtung offen, sodass die Sklavenjäger uns bislang in Ruhe gelassen haben. Erzählen Sie mir mehr über Repcon. Ich weiß nur das, was ich gehört habe. Angeblich sollen vor einer Weile Ghule dort rein sein. Von Zeit zu Zeit hört man auch Lärm aus dieser Richtung. Explosionen oder sowas. Hüten Sie sich vor Fremden. Hoffentlich entspricht alles Ihren Wünschen.
Ja, wir kennen es. Ja, wir kennen es noch nicht. Wer bist denn du? Wie konnte ich nur? Da versuche ich, einen guten Eindruck zu machen und vergesse ganz, mich vorzustellen. Ich bin Jeannie May. Ich kümmere mich um die Leute im Motel, solange sie keinen Ärger machen. Und was tut sich in der Stadt so in letzter Zeit? Mal sehen. Dass die McBride hat ein paar Brahmin verloren. Aber daran dürfte vor allem die Hitze schuld sein. Eigentlich ist es ziemlich ruhig. Ranger Andy ist immer noch verletzt. Aber die beiden netten Scharfschützen überwachen Tag und Nacht die Straße und halten Abschaum von Novak fern. Sie sind ein echter Segen. Sehr gut. Ja, dann beziehen wir erstmal unser Zimmer, weil, ey, ich bin wirklich sehr müde. Oh, Briefkasten, Moment. Kasten schließen. Ich möchte nichts versenden, ich habe keine Souvenire hier irgendwie, also nur. Irgendwie ist das hier nicht richtig geladen. Ist gleich eine Tee-Pose machen. Prim ist eingeknickt und hat die RNK-Herrschaft anerkannt. Einige Leute tun wohl alles, um sich sicher zu fühlen. Ja, ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Guck mal hier. Ihr seht selber, was ich hier sehe, oder? Oh, die kenne ich, die ist cool. Die ist hier von der Enklave. Die kenne ich. Ach, Klammer, gib her. Gott, das ist doch scheiße. Du kannst da einfach durchsehen. Ich glaube, unseres war eine Etage höher, nicht wahr? Hotelzimmer, Schlüssel verwenden. Hier wohnen wir jetzt. Perfekt. Safe ist leer, da können wir uns reinpacken. Und hier ein paar Zuckerbomben als Begrüßung. Klamotten. Wie ist das Wasser? Kann ich austrinken? Nee, Red. Erste-Hilfe-Kasten. Naja, das ist jetzt unser, ne? Und ein Teddybär. Oh, schön. Ah, wir sind endlich angekommen. Sehr schön. Gut, meine Lieben, da würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir ein bisschen die Stadt auf Vordermann bringen und hier ein bisschen Unruhe stiften. Bis dahin würde ich sagen, passt euch auf, mach's gut, meine Freunde. Ciao. Schön. Dann komm. Oh, ja. In unsere gute Stube. We'll be right back.